Herzlich willkommen in der Experimenta. Sie befinden sich in Deutschlands größtem Science Center und werden hier zum Weltentdecker. Hier kann man wirklich im Paraglider fliegen. Wo muss ich aber hin? Nein, ich stürze ab. Wie komme ich hoch? Das ist gar nicht so einfach. Sie die Bilder haben. Nein! Yay! Generell läuft es bei uns so ab, dass wir an jeder Station ein Terminal haben. Sie bekommen als Besucher an unserer Kasse ein Eintrittsbankett. Da ist ein Chip integriert, der sogenannte digitale Rucksack. Dann können Sie quasi alles zur Station erfahren, auch abspeichern. Und wir haben sehr viele Mitmachstationen, wo man beispielsweise Selfies, Videos erstellen kann. Das ist unsere Station Sternenangeln. Ich kann hier am Nachthimmel mir einen Stern angeln. Kommt schon einer, ich ziehe ihn. Das ist unser Tapetenraum. Und ich kann hier mit unterschiedlichen Lichtfarben die Tapeten anstrahlen. Ich sehe jetzt, ich nenne es mal Urwaldtiere. Bei dem Rotlicht, bei grünem Licht habe ich plötzlich ganz viele Pflanzen, Blätter. Mit diesem Spot dann auch alle Farben übereinander legen. Hier geht es um die Wahrnehmung, wie ich Dinge wahrnehme, wie sich Dinge auch verändern können, wenn ich beispielsweise Alkohol getrunken habe. Das kann ich mit einer Brille simulieren oder einen Drogenrausch ebenfalls mit einer Brille. Ziemlich tolles Tanzkurs. Ich stelle mich auf den Fußabdruck drauf, kann auswählen, welchen Tanz ich machen möchte. Das geht vom Schubkabler bis zum Tango. Bekomme dann angezeigt, wie der Tanz geht und kann es selbst nachmachen. Auch hier kann ich mich wieder filmen lassen, könnte es mir abspeichern, wenn ich das möchte. Ein Mikroskop, das wie ein Laufband funktioniert. Ich laufe auf dem Band und kann tatsächlich von der Giraffe bis zu kleinsten Bakterien und Zellen mir dann Lebewesen anschauen. Unsere Station Fernsicht. Hier eine Karte aus dem Großraum Heilbronn. Ich habe unterschiedliches Kartenmaterial, also aus dem Satelliten, das ich hier angezeigt bekomme und sehe dann den Wandel, wie sich hier eine Topografie, also die Landschaft, rausarbeitet. Anlegen. Ich kann hier ein bisschen einen größeren See mir rechnen. Ich kann mit der Schaufel einen kleinen Flusslauf hier rein machen, einen höheren Berg mir bauen und kann dann mit unseren Hilfselementen das beispielsweise winken lassen. Sonne noch weitere Pflanzen wachsen lassen. Hallo, bist du ein guter Torschütze? Auf der Tafel findest du 4 Regeln. Eine davon folge ich. Achte immer gut darauf, auf welche Seite ich halte. Ha, gehalten. Ich bin super. Der Ninja Walk. Das ist die Kunst eben, in der vorgegebenen Zeit nach vorne zu schleichen, sich den Schlüssel zu schnappen, wieder zurückzuschleichen, auf den roten Knopf zu drücken und dann hat man es geschafft.